Hotdog. Hallo zusammen, heute zeige ich eine ganz einfache Version von einem Hotdog. Weil es muss schnell gehen. Heute habe ich gedacht, ich zeige mal eine. Ich habe ein bisschen mit gekauften Produkten. Man kann gewisse Sachen natürlich selber herstellen. Ich nehme für 4 Hotdog 200 Gramm Sauerkraut, schon gekocht. Und tue einen Esslöffel Paprikapulver dazu. Und dann immer schneller hitzen. Dann nehmen wir 4 Wienerli und die etwa 10 Minuten im heißen Wasser sieden, ohne dass das Wasser kocht. Süssali machen wir ein bisschen New York-Style. Hier geben wir 5 Esslöffel Ketchup in ein Geschirrli, 3 Esslöffel Senf und verrühren das Ganze gut. Dann nehmen wir 4 Hotdog-Brötchen, die könnt ihr entweder kaufen oder so wie ich selber machen. Ein ganz gutes Rezept, wie man selber Hotdog-Brötchen machen kann, findet ihr in meinem anderen Video. Und schneide die auf, aber nicht ganz durch, so dass sie aufklappen können. Dann heizen wir den Backofen auf 200 Grad Ober- und Unterhitze vor. Nehmen unsere Brötchen, geben ein bisschen Soße nach Belieben rein. Streiche es beidseitig aus. Dann geben wir ein Wienerli rein. Nochmal ein bisschen Soße drüber. Ein bisschen Sauerkraut drauf. Dann brauchen wir für die 4 Hotdog noch 200 Gramm gerippten Käse. Cheddar empfiehlt sich, oder sonst einen guten würzigen Käse. Dann unseren Hotdog bedecken. Und stellen ihn nachher, entweder hat man irgendeine Halterung für den Backofen, oder man nimmt ihn gerade in Form, dass sie einander schön ankommen, dass sie schön stehen. Dann schieben wir sie in den Ofen und lassen sie drinnen, bis der Käse schön geschmolzen ist. Wenn der Käse geschmolzen ist, geben wir noch ein bisschen Röstzwiebeln drüber. Ich wünsche Ihnen einen guten zusammen.